Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung auf dieser spannenden Diabetes-Herbsttagung zur Assoziation zwischen Diabetes und Schilddrüse zu reden. Diabetes und Erkrankungen der Schilddrüse, das sind die ganz großen Volkskrankheiten, gerade in der Endokrinologie, aber auch generell in der Epidemiologie. Aber vielleicht ist der Zusammenhang mehr als ein epidemiologischer, vielleicht sind auch die individuellen Konsequenzen von Bedeutung. Und in dieses Thema möchte ich Sie heute einführen. Wenn wir eine PubMed-Suche machen und nach Diabetes und nur Hypothyreose und Hyperthyreose, also nach einer Untermenge dessen, wovon wir heute reden, suchen, dann finden wir bereits über 7000 Resultate. Und im zeitlichen Verlauf ist das Interesse offensichtlich stark ansteigend mit einer exponentiellen Zunahme der publizierten Arbeiten zu dem Thema. Vielleicht ist auch das ein Zeichen dafür, dass dieser Zusammenhang von Bedeutung ist und vielleicht stärker als bisher berücksichtigt werden sollte. Wenn wir von der Assoziation zwischen Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen reden, dann sind natürlich unterschiedliche Formen der Kausalität denkbar. Zum einen kann ein Diabetes eine Folge einer Schilddrüsenerkrankung sein, zum anderen können Schilddrüsenerkrankungen aus einem Diabetes folgen. Aber es sind natürlich noch viel mehr Szenarien denkbar, denn man könnte sich gemeinsame Ursachen für einen Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen vorstellen. Und schließlich geht es ja nicht nur um die Ursachen, sondern auch um die Folgen. Das heißt, es könnte auch sein, dass es gemeinsame Komplikationen eines Diabetes und von Schilddrüsenerkrankungen gibt. Und natürlich müssen wir auch Gedanken machen über die Diagnostik und die Therapie dieses wechselseitigen Zusammenhangs. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Warnung mitgeben. Nicht jede Veränderung von Hormonkonzentrationen ist gleich pathologisch und ein Zeichen für eine Erkrankung. Es gibt auch allostatische oder adaptive Reaktionen, die es zu berücksichtigen gibt. Gut, fangen wir zunächst mal an mit der möglichen Assoziation Diabetes als Folge von Schilddrüsenerkrankungen. Dazu gibt es sehr viele Arbeiten und dieser Zusammenhang ist mit einer hohen Evidenz gesichert. Ja, Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen haben ein signifikant höheres Risiko für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes, insbesondere Frauen, insbesondere jüngere Menschen und insbesondere Personen ohne Komorbiditäten. Das kann man sich gut vorstellen, denn wenn Komorbiditäten bestehen, zum Beispiel eine Pankreatitis oder ein Cushing-Syndrom oder ähnliches, dann hat man natürlich andere Gründe, die auch zum Diabetes führen können, sodass die Schilddrüsenerkrankung nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, zur Entfaltung zu kommen. Im Prinzip gilt das für die Hyperthyreose, hier übrigens auch für die Männer signifikant, als auch für die Hypothyreose. Das heißt, beide Erkrankungen, die Hyperthyreose als auch die Hypothyreose, erhöhen das Risiko für einen Diabetes. Wir haben also offensichtlich einen U-förmigen Zusammenhang. Eine der ganz frühen Beschreibungen dieses Zusammenhangs stammt aus dem Jahre 1897, als Hermann Strauß in der deutschen medizinischen Wochenschrift über die thyreogene Glucosurie beschrieben hat. Er hat beobachtet, dass Patienten mit einer Hyperthyreose mit den bescheidenen Möglichkeiten, die 1897 zur Verfügung standen, war das natürlich eine sehr ausgeprägte Form der Hyperthyreose, dass diese Patienten eine Glykosurie zeigten, das heißt einen erhöhten Harnzucker. Und dieses wurde in mehreren Fällen beobachtet. 10 Jahre später hat dann Adolf Magnus Levy auch die Hypothyreose als mögliche Ursache einer Glykosurie, also eines Diabetes, beschrieben. Wiederum 20 Jahre später waren dann die diagnostischen und die therapeutischen Möglichkeiten sehr weit fortgeschritten, vielleicht zum 19. Jahrhundert oder zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Hier war dann erstmals auch Insulin verfügbar. Und Frederick Koller hat hier einen Fall beschrieben, wo im Rahmen einer Hyperthyreose ein Diabetes mellitus bestand. Und mithilfe einer Kombination aus Insulintherapie und diätetischen Maßnahmen war es zwar möglich, die Ketose zu verbessern, aber es war letztlich so, dass der Insulinbedarf enorm war, wie Sie hier sehen. Und erst durch die Thyroidektomie war es möglich, den Insulinbedarf nachhaltig zu senken. Heute wissen wir, dass Patienten mit Hyperthyreose eine dauerhafte Störung der Glukosehomöostase haben, wie man hier zum Beispiel am signifikant höheren HbA1c sieht. Es gibt aber auch subtilere Veränderungen. Und auch bei Nicht-Diabetikern sieht man, dass zum Beispiel im Rahmen eines oralen Glukosetoleranztests ein signifikant höherer Blutzucker
Beispiel nach 30 und 120 Minuten erreicht wird, während die Insulinkonzentration zumindest tendenziell höher ist. Und es geht nicht nur um die kurze Phase nach einem OGTT, auch im gesamten Tagesverlauf über 24 Stunden, das zeigt uns die Grafik links unten, ist es so, dass die Glukosekonzentration höher ist bei Patienten mit Morbus Basedow verglichen mit Normalpersonen. Aber, wie schon Adolf Magnus Levy 1907 beschrieben hat, auch die Hypothyreose scheint ein Risikofaktor zu sein. Man sieht hier in dieser Studie, dass die HbA1c-Fraktion höher ist bei Patienten mit Hypothyreose im Vergleich mit einem Kontrollkollektiv. Hier sieht man die Reversibilität, das heißt, vor Einleitung einer substitutiven Therapie mit Levothyroxin und nach Einleitung der Therapie, man sieht, dass durch die Substitution mit L-Thyroxin die HbA1c-Fraktion absinkt und auch der Anteil des glykierten Albumins signifikant zurückgeht. Das heißt, die Erkrankung ist reversibel. Wenn man die Hypothyreose behandelt, geht auch die Störung der Glukosehomöostase zurück. Es scheint sich hier insbesondere um einen Effekt an der Insulinresistenz zu handeln. Man sieht letztlich, wenn man die Insulinsensitivität mit dem Homeostasis Model Assessment berechnet, werden signifikante Korrelationen zwischen TSH, FT4 und FT3 mit HOMA-IR als Maß für die Insulinresistenz, und zwar eine positive Assoziation von TSH mit der Insulinresistenz und negative Assoziationen der FT3 und FT4-Konzentration. Möglicherweise lösen wir aber nicht alle Probleme durch die substitutive Therapie der Hypothyreose. Und wenn Sie sich jetzt hier diese Tabelle unten links von dieser Arbeit, die wir vorhin schon kurz gesehen haben, angucken, dann sieht man, dass trotz Therapie mit Levothyroxin, trotz einer normalen TSH-Konzentration und scheinbar guter Einstellung der Hypothyreose, die HbA1c-Fraktion signifikant höher war als bei Kontrollpersonen. Wir hatten vorhin gesehen, dass die HbA1c-Fraktion gesenkt werden kann durch die Therapie, aber offensichtlich lösen wir nicht alle Probleme. Das sehen wir auch im OGTT. Hier haben wir wieder Patienten mit substituierter Hypothyreose, die eine signifikant höhere Glukosekonzentration aufweisen im Vergleich mit Kontrollpersonen. Auch der Energiebedarf über den Verlauf war geringer bei substituierter Hypothyreose, trotz Therapie, trotz normaler TSH-Konzentration. Hier liegt es offensichtlich nicht an der Insulinresistenz. HOMA-IR und QuickIE waren unverändert in beiden Gruppen. Aber was man sieht, ist, dass der Insulin-Glucose-Quotient niedriger ist bei Patienten mit behandelter Hypothyreose und dass der insulinogene Index niedriger ist. Das heißt, offensichtlich handelt es sich hier um eine Störung der Beta-Zellfunktion. Der Zusammenhang zwischen Schilddrüsenhomöostase und Glucosehomöostase ist komplex. Eine Thyreotoxikose ist in der Lage, die intestinale Glucoseutilisation zu verbessern, und zwar offensichtlich durch eine indirekte Interaktion mit SGLT1-Transportern im Magen-Darm-Trakt, die durch T3 stimuliert werden, sodass dann mehr Glucose aufgenommen wird. Es gibt auch weitere Effekte. Eine Thyreotoxikose ist in der Lage, die Gluconeogenese und die Gluconeogenolyse in der Leber zu vermehren, hemmt die Beta-Zellapoptose und verbessert auf diese Weise die Beta-Zellfunktion und vermindert die Glucoseutilisation in der Peripherie, sodass auf diese Weise der Blutzucker jeweils aus unterschiedlichen Gründen ansteigen kann bei einer Hyperthyreose. Aber auch eine Hypothyreose beeinflusst die Glucoseutilisation. Und hier haben wir möglicherweise die Ursache für den erhöhten Blutzucker bei Patienten mit Hypothyreose, aber auch ein Einfluss auf die Beta-Zellfunktion ist denkbar, denn wie gesagt, Schilddrüsenhormone hemmen die Beta-Zellapoptose, und wenn es an denen mangelt, haben wir möglicherweise eine verminderte Beta-Zellmasse und auch auf diese Weise die Tendenz zu einer schlechteren Glukosehomöostase. Das heißt, wir haben viele Gründe, warum ein Diabetes aus einer Hypothyreose folgen kann. Frage: Können auch Schilddrüsenerkrankungen aus einem Diabetes folgen? Hier gibt es mittlerweile auch reichlich Evidenz. Diese Meta-Analyse zeigt zum Beispiel, dass die Prävalenz von Schilddrüsenerkrankungen bei Diabetikern bei 24% liegt. Das ist deutlich mehr als in der Normalbevölkerung. Und letztlich auch die latente Hypothyreose als eine der Schilddrüsenerkrankungen, sogar nur als relativ leichte Form, die ist
signifikant häufiger bei Patienten mit Typ-2-Diabetes in diesem Fall. Wir haben eine Odds-Ratio von 2,3 hier zu beobachten. Nicht nur funktionelle Schilddrüsenerkrankungen sind betroffen, auch strukturelle, zum Beispiel Schilddrüsenkarzinome, sehen wir signifikant häufiger bei Diabetikern. Dies scheint insbesondere für Frauen zu gelten, wie man in dieser Meta-Analyse sieht. Allerdings einschränkend muss man auch sagen, es waren deutlich weniger Studien, die Männer untersucht haben. Wenn es hier mehr Studien gäbe, wissen wir nicht. Vielleicht gäbe es ja da auch einen Zusammenhang. Ja, das können wir natürlich nur spekulieren. Das heißt, Schilddrüsenerkrankungen treten bei Diabetikern gehäuft auf. Gibt es auch möglicherweise gemeinsame Ursachen für einen Diabetes und für Schilddrüsenerkrankungen? Hier ist offensichtlich insbesondere an autoimmunbedingte Erkrankungen zu denken. Patienten mit einem Typ-1-Diabetes haben gehäuft auch andere Autoimmunerkrankungen. Hier stehen ganz, ganz oben die Schilddrüsenerkrankungen. Ja, das gilt sowohl für B-Zell-vermittelte Autoimmuntorheopathien wie den Morbus Basedow, als auch für T-Zell-vermittelte Autoimmuntorheopathien wie die Hashimoto-Thyreoiditis und die Ort-Thyreoiditis, die bei Patienten mit Typ-1-Diabetes mit einer enormen Häufigkeit zu beobachten sind. Eine Autoimmuntorheopathie kann einem Diabetes vorausgehen oder ihm folgen. Ja, hier dargestellt am Morbus Basedow, der in den orangen Balken sieht man, nach einem Diabetes auftreten kann, aber, und es scheint häufiger zu sein, einem Diabetes vorausgehen kann. Und die GAD2-Antikörper, die wir ja verwenden können, um einen Typ-1-Diabetes zu diagnostizieren, die sind, treten bei gesunden Personen mit einer Prävalenz von unter 1% auf, aber Diabetikern haben 6-8%, nicht Diabetiker, sondern Patienten mit Autoimmuntorheopathie haben 6-8% GAD2-Antikörper. Wir sehen eine entsprechende Assoziation auch bei familiären Studien. Patienten mit Autoimmuntorheopathie haben gehäuft Patienten mit Typ-1-Diabetes in der Verwandtschaft. Und Patienten mit Typ-1-Diabetes haben gehäuft Patienten mit Autoimmuntorheopathie in der Verwandtschaft. Sodass wir auch hieran sehen, dass es möglicherweise gemeinsame und zwar erbliche Ursachen gibt. Woran liegt das? Generell müssen wir unterscheiden Störungen der zentralen und der peripheren Immuntoleranz. Die zentrale Immuntoleranz wird in der Embryonalperiode erworben. Hier kommt es durch Antigenpräsentation unter Steuerung des R-Gens zur Elimination von Immunzellen, die autoreaktiv für körpereigenes Gewebe sind. Die untergehen dann eine Apoptose und verschwinden, sodass bereits auf diese Weise in der Embryonalphase die Entwicklung einer Autoimmunität verhindert wird. Das gestört ist durch Mutationen des R-Gens, kommt es zum autoimmunbedingten pluriglandulären Syndrom Typ 1, APS Typ 1 oder auch APCAT-Syndrom nach den Erkrankungen, die man dort sieht, bezeichnet. Und das kann eine der Ursachen sein für eine pluriglanduläre Erkrankung, bei der mehrere endokrine Drüsen betroffen sind. Periphere Toleranz besteht darin, dass CD8-Lymphozyten, dass sich die Autoreaktivität unterdrücken. Das spielt im Erwachsenenalter während des ganzen Lebens eine Rolle und wenn hier eine Störung vorliegt, dann kommt es zum IPEX-Syndrom, was ebenfalls zu pluriglandulären Insuffizienzen führen kann. Beides gestört ist, sowohl die zentrale als auch die periphere Toleranz. Das ist der Fall bei einer autoimmunbedingten pluriglandulären Erkrankung Typ 2, dem APS Typ 2, bei dem sowohl die periphere als auch die zentrale Toleranz gestört ist. Möglicherweise liegt das an bestimmten HLA-Kombinationen. Zumindest weiß man, dass bei bestimmten MHC-Varianten, zum Beispiel DR3 und DR4, ein APS Typ 2 auftreten kann. Und das bekannteste ist sicher das Schmidt-Syndrom, die Assoziation als Morbus Addison und Autoimmuntorheopathie. Für uns relevant ist natürlich das Schmidt-Carpenter-Syndrom, wenn noch ein Typ 1-Diabetes hinzutritt. Es geht natürlich nicht um diese drei Erkrankungen. Die betroffenen Patienten haben ein signifikant höheres Risiko für weitere Autoimmunerkrankungen. Ja, zu nennen eine Autoimmunhepatitis, eine glutensensitive Enteropathie, eine Vitiligo, eine bakterielle Fehlbesiedelung und weitere Autoimmunerkrankungen, die hier eine Rolle spielen. Und das kann uns auch diagnostisch weiterhelfen, denn wenn wir einen Patienten haben, bei dem wir nicht weiterkommen und wir sehen eine Vitiligo, dann haben wir schon einen Anhaltspunkt, wonach wir weiter suchen können,
um vielleicht hier eine weitere Autoimmunerkrankung zu finden. Das heißt, Schilddrüsenerkrankungen und Diabetes können bedeutsame gemeinsame Ursachen haben. Für die betroffenen Patienten ist natürlich etwas ganz anderes wichtig, nämlich die Frage, was sind die Langzeitfolgen? Gibt es gemeinsame Komplikationen aus Diabetes und Schilddrüsenerkrankung? Und wenn wir an eine endokrine Erkrankung denken, die zu einer Polyneuropathie führt, denken wir natürlich an den Diabetes. Aber es ist eben nicht nur der Diabetes. Hier sehen wir ein Beispiel von einem Herrn, der an einem schweren Morbus Basedow erkrankt ist. Und dieser Patient hat sich vorgestellt mit einer ausgeprägten Polyneuropathie. Sie sehen hier im rechten Bild bereits die Atrophie der Beinmuskulatur durch die schwere motorische Neuropathie, an der dieser Patient gelitten hat. Und man sieht in der Nervenbiopsie eine Rarifizierung von Nervenfasern, einen Verlust an Fasern, aber auch eine Störung der Myelinisierung mit verminderter und unregelmäßiger Myelinscheibenbildung. Und in der unteren Tabelle sieht man, dass objektive Parameter der Nervenleitung gestört sind. Wir haben eine verminderte Nervenleitgeschwindigkeit, eine verminderte Amplitude und eine erhöhte Latenz verschiedener Nerven als Zeichen für eine schwere Störung der Nervenleitung. Und nach 3 Monaten Behandlung dieser Therapie haben sich die meisten dieser Parameter deutlich verbessert und zum Teil sogar normalisiert. Das heißt, wir haben hier eine Reversibilität durch die Behandlung der Hyperthyreose. Nicht nur die Hyperthyreose geht mit einem erhöhten Risiko für die Neuropathie einher, sondern auch die Hypothyreose. Und man sieht hier in dieser Darstellung Patienten mit Euthyreose, mit latenter und manifester Hypothyreose. Die manifeste Hypothyreose ist hier mit OH bezeichnet, Overt Hypothyroidism, und die latente mit SH für Subclinical Hypothyroidism. Und Sie sehen, dass in beiden Gruppen die Nervenfaserdichte sowohl proximal als auch in den distalen Extremitäten vermindert ist. Das ist ein Zeichen für eine Small Fiber Neuropathie. Die kleinen, unmyelinisierten Nervenfasern sind vermindert. Interessanterweise auch bereits bei der latenten Hypothyreose. Und man sieht letztlich, dass Patienten mit einer substituierten Hypothyreose, die also behandelt sind und ein normales TSH haben, auch diese Patienten haben verbleibende Schäden. Man sieht, trotz Substitution ist in 25% der Fälle die Nervenfaserdichte vermindert in der Haut. 31% haben einen oder mehrere gestörte Parameter in der quantitativ-sensorischen Testung und sogar 56% leiden an einem neuropathischen Schmerz. Das heißt, wir haben eine starke Assoziation der Hypothyreose mit einer Neuropathie, die zum Teil auch verbleibt über die Einleitung einer Therapie hinaus. Ja, sieht man auch hier an gestörten Parametern der Nervenleitung trotz Substitution mit Levothyroxin. Meta-Analysen können das bestätigen, dass letztlich das Risiko für eine Neuropathie erhöht ist, und zwar auch das Risiko für eine diabetische Neuropathie ist erhöht bei Patienten, die einen Diabetes und eine Schilddrüsenerkrankung haben, mit einer Odds-Ratio von 1,87. Man kann natürlich einschränkend fragen, woher wissen wir, dass es eine diabetische und nicht eine hypothyreote Neuropathie ist. Das ist vielleicht eine akademische Frage, aber im Vergleich zu Diabetikern, die keine Hypothyreose haben, sehen wir auf jeden Fall, dass das Risiko für eine Neuropathie erhöht ist. Und das gilt nicht nur für die Neuropathie, das gilt zum Beispiel auch für die diabetische Nephropathie, die gehäuft auftritt, für die diabetische Retinopathie, die wir gehäuft sehen. Und ja, bei der Retinopathie, da ist tatsächlich der Zusammenhang offensichtlich nicht so ganz verstanden. Meta-Analysen zeigen zwar ein erhöhtes Risiko für eine Retinopathie bei Patienten mit Hypothyreose, aber wenn wir im Einzelnen Patienten mit Autoimmunität gegen die Schilddrüse angucken, die keine Hypothyreose haben, dann scheint hier möglicherweise sogar ein protektiver Effekt vorzuliegen. Denn diese Patienten haben ein geringeres Risiko für eine Retinopathie. Warum, das hat niemand verstanden. Aber offensichtlich bedeutet Immunität gegen Schilddrüsengewebe und Funktionsstörung der Schilddrüse nicht das Gleiche. Immunität scheint nicht mit einem erhöhten Risiko für eine Retinopathie einherzugehen, vielleicht sogar mit einem geringeren, aber die Hypothyreose schon. Und das sieht man auch hier an dieser Studie, wo man sieht, dass die Prävalenz einer diabetischen Retinopathie signifikant häufiger ist, im niedrigsten Quartil für die FT3-Konzentration verglichen mit den mittleren und hohen FT3-Quartilen. Also die Schilddrüsenfunktion scheint schon eine Rolle zu spielen für die Entwicklung einer diabetischen
Retinopathie. Und schließlich die PAVK, auch die ist gehäuft bei Patienten, die einen Typ-2-Diabetes und eine Hypothyreose haben, verglichen mit Patienten, die nur einen Typ-2-Diabetes haben, wie man an dieser Meta-Analyse sieht. Das ist plausibel, denn auch Parameter des metabolischen Syndroms finden wir gehäuft bei Patienten mit latenter Hypothyreose. Zum Beispiel hier im Falle des BMI, der gehäuft ist bei Patienten mit Autoimmuntyreopathien, der erhöht ist natürlich bei Patienten mit Autoimmuntyreopathien. Das gilt für den Bauchumfang bei Patienten mit Autoimmuntyreopathie. Und wir sehen auch, dass das hochsensitive CRP bei Patienten mit Autoimmuntyreopathie erhöht ist, während die Vitamin-D-Konzentration vermindert ist. Das heißt, wir haben einen ungünstigeren metabolischen Phänotypen bei Hashimoto-Thyreoiditis und anderen Formen der Autoimmuntyreopathie. Das heißt, es gibt relevante gemeinsame Komplikationen und das ist natürlich das, was wichtig ist für unsere Patienten. Genauso wichtig ist die Diagnostik und die Therapie. Hier gibt es einige Fallstricke zu beobachten. Und letztlich das Wichtigste ist, dass Sie daran denken, dass es eine Assoziation gibt zwischen Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen. Leider helfen uns die Leitlinien nicht so viel weiter. Die widersprechen sich hier teilweise. Aber wenn wir im Kopf haben und typische Symptome sehen bei unseren Patienten, dann ist es sicher sinnvoll, daran zu denken, mal jeweils nach der Glukosehomöostase oder der Schilddrüsenhomöostase zu gucken, wenn wir Symptome sehen, ja, ob eine routinemäßige Diagnostik sinnvoll ist oder nicht. Da, wie gesagt, ist sich die Fachwelt bislang noch nicht einig. Was wir auch berücksichtigen sollten, sind medikamentöse Effekte. Bereits mit unserer antidiabetischen Therapie beeinflussen wir die Funktion der Schilddrüse. Metformin, und das weiß man schon lange, ist in der Lage, die TSH-Konzentration zu senken. Das hat möglicherweise unterschiedliche Ursachen. Denn man sieht, dass sowohl die Sekretionsleistung der Schilddrüse ansteigt. Das kann ein Grund sein, warum die TSH-Konzentration sinkt. Man weiß aber auch, dass der TSH-Index nach Jostel als Maß für den Sollwert des Regelkreises absinkt. Beides scheint vermehrt zu sein bei erhöhten Östrogenspiegeln. Man sieht das gehäuft bei Frauen, aber auch bei Männern mit Hypogonadismus, sodass die Geschlechtshormone hier anscheinend eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben zwei mögliche Ursachen für eine verminderte TSH-Konzentration unter Metformin. Thiazolidin-Dione, die heute kaum noch Verwendung finden, die haben fast einen gegenteiligen Effekt, die führen zu einer erhöhten TSH-Konzentration und zu einer verminderten Sekretionsleistung der Schilddrüse. Die meisten Antidiabetiker erhöhen das Schilddrüsenvolumen, erhöhen das Risiko für Schilddrüsenkarzinome, mit Ausnahme von Metformin, das, und das ist wieder konsistent auch mit anderen Karzinomergebnissen. Das reduziert das Risiko für Schilddrüsenkarzinome und auch das Schilddrüsenvolumen. Umgekehrt, die Therapie der Schilddrüse kann sich auch auf die Glukosehomöostase auswirken. Wir wissen ja, es gibt einen U-förmigen Zusammenhang zwischen Schilddrüsenfunktion und dem Risiko für Diabetes. Und nicht überraschend, deswegen L-Tyroxin kann die Glukosekonzentration sowohl erhöhen als auch senken. Es erhöht auch die Insulinkonzentration. Hier haben wir wieder den Effekt auf die Insulinresistenz wahrscheinlich zu berücksichtigen. Umgekehrt Thio-Harnstoffderivate, also die wichtigen Thyreostatika, Carbimazol und Thiamazol, die können die Glukosekonzentration senken und sogar zu schweren Hypoglykämien führen. Ursächlich ist wahrscheinlich ein Hirata-Syndrom. Ein Hirata-Syndrom, das ist ein Insulin-Autoimmunsyndrom. Das kommt dadurch zustande, dass Thyreostatika in der Lage sind, die Bildung von Antikörpern gegen Insulin zu stimulieren, aus Gründen, die wir noch nicht genau kennen. Und diese Antikörper, die binden an Insulin und vermindern dadurch die Insulinwirkung. Solange noch Beta-Zellen da sind, die darauf reagieren können, reagieren die darauf, indem sie vermehrt Insulin sezidieren, weil der Blutzucker ja ansteigt, sodass wir dann wirklich hohe Insulinkonzentrationen haben. Das wirkt aber nicht, dass Insulin, weil es durch Antikörper gebunden ist. Diese Bindung ist aber reversibel. Wenn die Antikörper dann wegdiffundieren nach gar nicht so langer Zeit von diesen Insulinmolekülen, dann haben wir auf einmal ein riesiges Insulinreservoir zur Verfügung, das dann zu schweren Hypoglykämien führt. Das muss man berücksichtigen bei der Therapie mit Thyreostatika. Das ist sicher sinnvoll, wenn wir einen Diabetiker haben, bei dem wir dann eine Therapie mit Thyreostatika einleiten, dass wir dann letztlich auch den Glukosespiegel gehäuft kontrollieren.
Soweit zur Diagnostik und Therapie. Und jetzt zum Schluss die Warnung. Nicht alles, was wir messen können im Blut, bedeutet wirklich, dass hier eine Funktionsstörung vorliegt. Wenn wir Diabetiker angucken, sehen wir, dass die FT3-Konzentration vermindert ist bei Diabetikern. Die TSH-Konzentration ist vermindert und die FT4-Konzentration ist erhöht und der FT4-FT3-Prozent ist auch erhöht. Wenn wir das Revue passieren lassen und uns genau überlegen, dann ist es genau das Muster, was wir auch bei kritischen Erkrankungen sehen, bei Patienten, die zum Beispiel mit einer Sepsis, mit einem Schock, beim Myokardinfarkt, nach einem Trauma oder anderen schweren Erkrankungen auf der Intensivstation liegen. Diese Patienten haben eine niedrige T3-Konzentration, passagier eine erhöhte FT4-Konzentration und im Verlauf auch eine niedrige TSH-Konzentration. Das sind adaptive Reaktionen der Schilddrüsenhomöostase auf die Situation des Energie- und Glutathionmangels. Wird in der Intensivmedizin das Non-Thyroid-Illness-Syndrom oder U-Thyroid-6-Syndrom oder Thyroid-Allostasis in Critical Illness, Tumors, Uremia and Starvation, Tacitus-Syndrom bezeichnet. 2/3 aller schwerkranken Patienten haben das, aber offensichtlich auch Diabetiker. Besonders ausgeprägt scheint dies zu sein bei Patienten mit Ketoazidose. Hier sehen wir eine sehr starke Assoziation der FT3-Konzentration mit Ketonkörpern und auch mit der Bicarbonatkonzentration, sodass wir hier eine akute Situation haben, die zu einem Low-T3-Syndrom führen kann. Und das kann natürlich differenzialdiagnostische Probleme aufwerfen. Auch die Komplikationen eines Diabetes können letztlich die Schilddrüsenhomöostase beeinflussen. Das ist hier eine relativ kürzlich publizierte Studie, die die Schilddrüsenhomöostase bei Patienten mit Nierenerkrankungen bei Typ-2-Diabetes, also diabetischer Nephropathie, untersucht hat. Und man sieht hier eine signifikante Korrelation der Subitaktivität peripherer Duodenasen mit einer reduzierten GFR, aber auch mit einer erhöhten Albuminausscheidung im Urin. Und das gilt sowohl für Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen als auch für euthyriote Personen. Das heißt, je niedriger die GFR ist, desto niedriger ist auch die T3-Bildung durch Duodenasen, durch die gemessen an der Deodierungsleistung, hier ist BINA-GD. Und je höher die Albuminausscheidung ist, auch hier haben wir dann eine signifikant verminderte Deodierungsleistung. Das ist das Muster der sogenannten Typ-1-Allostase. Ein herabregulierter Sollwert des Hypophysen-Schilddrüsenregelkreises bei Situationen, wo es an Energie, Sauerstoff oder Glutathion mangelt. Das sind Energiesparmechanismen des Körpers, die wahrscheinlich nützlich sind, die für uns Kliniker aber differenzialdiagnostische Probleme aufwerfen können. Es gibt aber auch das umgekehrte Muster. Es kann auch sein, dass die Diodierungsleistung ansteigt. Und man weiß bereits seit längerem, dass der FT3-FT4-Quotient als Surrogatmarker für die Diodierungsleistung, dass der positiv korreliert mit der Insulinresistenz, hier gemessen mit HOMA-IR. Und aus großen bevölkerungsbasierten Studien, hier zum Beispiel aus dem ENHANCE-Kollektiv in den USA, sieht man, dass die Diodierungsleistung signifikant korreliert mit dem Body-Mass-Index der Körperoberfläche und mit dem Bauchumfang, also mit Markern des metabolischen Syndroms. Und auch der TSH-Index nach Jostel hat ähnliche Korrelationen als Maß für den zentralen Sollwert des Regelkreises. Das heißt, im metabolischen Syndrom, der Adipositas, ist insbesondere der Sollwert nach oben reguliert und wir sehen ein High-T3-Syndrom bei den betroffenen Patientinnen und Patienten. Woran liegt das? Möglicherweise an der erhöhten allostatischen Last als Marker für chronischen Stress. Wir haben hier in einer Arbeit, die kürzlich hier von Frontiers in Endocrinology akzeptiert worden ist, untersucht, wie stark die allostatische Last gemessen mit einem Panel, Cycles 2, wie stark die allostatische Last mit Parametern der Schilddrüsenhomöostase korreliert. Und man sieht, dass eine signifikant positive Korrelation mit der TSH-Konzentration und mit dem TSH-Index nach Jostel als Marker für den Sollwert besteht. Es gibt keine signifikanten Korrelationen mit FT4 und FT3, aber auch einen tendenziell positiven Zusammenhang. Das heißt, die gestiegene TSH-Konzentration, die ist nicht Folge einer beginnenden Hypothyreose, sondern sie ist Folge eines erhöhten Sollwertes des Regelkreises, sodass hier
wir das Muster einer Typ-2-Allostase bei erhöhter allostatischer Last sehen. Das ist physiologisch plausibel. Aber das hinterfragt natürlich auch diese Studien, die ein erhöhtes Risiko für eine latente Hypotyreose bei Typ-2-Diabetikern, Sie denken an die Folien am Anfang, beschrieben haben. Denn wir müssen uns schon fragen, waren es wirklich Patienten mit latenter Hypotyreose oder waren es vielleicht Patienten, die eine erhöhte allostatische Last und einen erhöhten Sollwert des Regelkreises und deswegen erhöhtes TSH haben. Das heißt, wir kommen zurück von der allostatischen Reaktion zu den möglichen gemeinsamen Ursachen für Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen. Und hier beginnt die Aufgabe für die künftige Forschung. In Zukunft muss untersucht werden, woran liegt dieser Zusammenhang? Können wir das besser verstehen, um in Zukunft auch die Therapie und die Diagnostik unserer Patienten zu verbessern? Damit bin ich am Ende unserer kurzen Reise in diese spannende Schnittmenge zwischen Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen angekommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen.